Hallo Freunde und willkommen zurück zum zweiten Part von E.T., das Videospiel. Im letzten Part haben wir ziemlich verkackt, aber diesmal, hoffentlich, werden wir nicht so hart verkacken. Ich habe mir ein bisschen was anguckt. Und das hier sind Süßigkeiten, die E.T. irgendwie verloren hat. Dieser Typ im Anzug möchte einem klauen. Und das ist ganz schön fies. Und ja. Der Typ hier, das ist der Doktor. So, damit, wenn oben dieses Symbol ist, wo E.T. halt, keine Ahnung, irgendwie was ruft oder so, kommt der Junge und nimmt einem die Süßigkeiten weg. Und ja. Dadurch bekommen wir am Ende, wenn wir das Spiel irgendwann mal geschafft haben sollten, bekommen wir dazu extra Punkte. Das ist voll scheiße. Oh nein, der böse Doktor ist wieder da. Okay. Das da oben ist übrigens, soll nicht nachher E.T. ergeben, sondern sind einfach nur drei Teile, die nachher ein Telefon darstellen sollen. Ziemlich cool, ne? Und wenn oben in der Mitte ein. Was war das denn gerade? Wenn oben in der Mitte. Sag mal, Alter. Wenn oben in der Mitte ein Fragezeichen ist und man diesen Hals nach oben streckt. So. So, das ist echt so eine Scheiße hier mit dem. Dann zeigt er hier in den Löchern an, wo gerade. Also in welchem Loch ein Teil stecken könnte. Das ist so kacke mit dem. Muss sich hier voll konzentrieren. Alter, jetzt kommt der wieder. Scheiß Spaß, die kann aber weggehen. Mal. Hat längst besser so, da kommt der wieder. Nein, nur. Oh. Ich bugge mich jetzt hier raus. Okay, hat geklappt. Trotzdem, das Spiel ist so richtig kacke eigentlich. Aber irgendwie auch witzig. Wenn man was überlegt. Komm, wo ist der Junge? Ich muss den Scheiß abgeben. E.T. kann auch maximal nur 9 von den Süßigkeiten auf einmal tragen. Das macht es nicht gerade besser. Noch mehr. Jawohl. Free Candy. Ach, scheiße. Habe ich doch gar nicht berührt. Ja, jetzt ist blöd. Jetzt nehme ich der Typ hier gleich wieder. Kacke. Die Steuerung. Was war das? Hier passiert so viel auf einmal. Oh nein. Komm, wo ist das Fragezeichen? Da kommt der Typ wieder. Was war das? Ein Zeichen? Komm, wo ist das Fragezeichen-Symbol? Aber ich habe schon richtig die IT-Skills, ne? Also. Komm schon, Junge, beeil dich! Nein, sonst kommt der Typ und klaut einem wieder alles. Das ist der Anti-Pedo-Bär, der will einem nur die Süßigkeiten klauen. So. Alter. Kann dieser Drecksjunge mal kommen? Fragezeichen. Okay, hier ist es. Yes. Bam. So muss das doch. Okay. Alter, da kann man doch nichts machen. Ich könnte noch ein paar Fakten über das Spiel erzählen, aber das interessiert eh keine Sau. Jetzt kommt er. Junge. Oh Mann. Da ist er doch. Oh ja. Das Spiel. Ganz ehrlich, was ist das denn? Ja. Wenn ich jetzt hier wieder einsammle, nimmt er das dann wieder? Irgendwie nicht.
Oh nein, den wollen wir nicht haben. Hier war gerade Fragezeichen. Hier bestimmt rein. Okay, doch nicht. Also uns fehlt noch ein einziges Teil, dann haben wir das Spiel schon durch. Nein, oh, ich dachte, er hat so die einzige geklaut, Alter, das ist echt mega fies. Wasch mal durch, ja, der hängt fest. Sehr gut. So, wir können uns ein bisschen dem Raum hier mal umgucken. Ob vielleicht hier. So, da können wir die Punkte, also die Candy-Sachen, Süßigkeiten, ne, auf Deutsch, in Schritte umwandeln. Das ist sehr genial. Hier drin? Nö. Da oben ist das Fragezeichen, aber trotzdem wird einem nicht angezeigt, wo sich das genau befindet. Was ein Scheiß. Was macht der jetzt hier wieder? Ich habe dich gar nicht gerufen. Pisskind. Ach, der hat mir das wiedergebracht. Geil. Nein, da kommt wieder Mr. Tentakel aus Futurama. Ich habe vergessen, wie er heißt. Kennt er doch bestimmt, ne? Den Professor-Typen. Oh Mann. Aber es macht Spaß, also man muss es mal gespielt haben. Was? Was? Er kam einfach aus dem Nichts. Oh, jetzt aber. Nein, Kacke. Ich weiß nicht, was der Detail ist. Das kann nicht wahr sein. Sehr, sehr geil. So, jetzt haben wir hier. Ich fühle mich echt verarscht. Scheiß Doktor. Hä? Ich hatte. Ich hasse euch alle. Hier ist doch gar nichts. Hier bestimmt. Doch nicht. Ach Mann. Ich dachte, in dieser Folge könnten wir es einmal durchspielen. Wupp und fertig. Wiederbelebt von dem kleinen Jungen, der ein Medizinstudium hinter sich hatte. Erfolgreicher Absolvent der Medizin-Uni. Da hinten. Oh, renn dahin. Yes. Und zack, ist das IT-Telefon. Sieht das scheiße aus. Ist fertig. Wir haben noch 400 Schritte. Und das wird knapp. Nein, Junge, du klaust das jetzt nicht. Komm schon. Wo ist die Landestelle? Hallo? Hier? Nein, noch nicht. Irgendwo hier muss man jetzt landen. Oder muss man das Ding rufen? Wie? Bin ich jetzt tot? Ach, cool. Okay. Weiter geht's also. Ach, das ist gar nicht. Oh nein, wir dürfen nicht mehr sterben. Dann haben wir verloren. Irgendwo hier muss irgendwas so ein Symbol sein. Ich gehe mal nach unten. Alter, dieser. Alter! Hier. Oh, ich weiß doch auch nicht, welches Symbol das oben nochmal war, wenn man hier nach Hause geportet wird. Jetzt haben wir das Telefon fertig. Aber trotzdem geht's nicht. Ist echt verarsche. Oh, ich habe echt keinen Bock mehr. Ja. So.
Letztes Leben. Er sagt, wir sollen runtergehen. Was ist das denn? Ich gehe nach unten, komme wieder oben raus, oder was? Okay, hier oben ist der Wald. Ey! Alter! Ich bin so kurz davor, gleich auszurasten. Verpiss dich doch mal jetzt, Alter. Und dann kommt wieder dieser scheiß Soundlag. Wiederbeleben, hallo. Mach doch mal was, Junge. Ist doch alles Kacke. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Jetzt verpiss dich hier, Junge.